Heute wollen wir uns mal ein bisschen Luxus gönnen, daher dieses nette Cabrio, was du dir in die Auffahrt stellen kannst. Und wie man sich das ganz einfach basteln kann in Minecraft, zeige ich dir. Von daher schnappen wir unsere Blöcke und dann geht's los. Zuerst wollen wir mal wieder unsere Scheinwerfer bauen. Da gehen wir mal einmal an den Webstuhl ran und da habe ich mir jetzt einfach mal weiße Banner rausgeholt und schwarze Farbe. Die Bannerfarbe sind immer von deinen Scheinwerfer die Farbe und halt der... Ja, der Farbturm ist dann natürlich der Rahmen. So, apropos Rahmen, dann machen wir erstmal einen Rahmen einfach mal rein und dann hier einfach dieses Pluszeichen und fertig sind unsere Scheinwerfer. Jetzt gehen wir einmal auf die Straße und dann schlage ich mir die ja jetzt einfach mal rein. Ja, ich würde mal sagen, mein Auto ist auf eine Dreierbreite. So, jeweils hier auf einer Seite kommt mein Scheinwerfer hin. Nun geht es dann natürlich auch ran, das Auto zu bauen. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Material. Für meine Räder nehme ich mir einfach mal schwarzen Beton. Mein Auto soll die Farbe, sage ich mal, in Sandstein bekommen. Daher nehme ich mir jetzt die Treppen und Stufen einmal raus. Das Schöne ist, da gibt es ja auch die glatte Variante, sodass wir hier keine Kanten haben. Dann holen wir uns noch für den Motor jetzt einfach mal einen Schmelzofen raus. Glasfarbe ist einfach mal schwarz. Man kann ja auch nehmen, was man möchte. Dann nehmen wir natürlich für unser Auto, weil es ja ein Sandfarben ist, einfach eine Birkenholz-Falltür. Und ich möchte noch eine zweite Farbe reinbringen ins Auto. Dann nehme ich jetzt einfach mal Schwarzeichen-Falltür und dazu die passende Treppe wie die Stufe. Wir legen dann erstmal los, vorne auf unseren Scheinwerfern und zwei Treppen hin zu basteln. In der Mitte setzen wir gleich einmal den Motor hin. Dahinter können wir gleich einmal die Räder setzen. Lasst hinter den Rädern drei Blöcke Platz und setzt wieder eure Räder hin. So, jetzt kommen wir nochmal zu unseren Stufen. Die können wir einmal zwischen den Rad platzieren und dahinter setzen wir nochmal eine weitere Blockreihe hin. Jetzt kann man sich entscheiden, wie möchte man sein Auto von außen designen. Man kann zum Beispiel seine Treppen so umgedreht hinsetzen, da könnte man auch eigentlich komplett so machen. Oder wir passen das so ein bisschen für die Innenseite an. Da setze ich meine Treppen so in, also nach innen gerichtet einmal hin, so hinten einmal anecken. Das machen wir mal hier auf beiden Seiten. Dann könnten wir nochmal unseren Motorblock nehmen, um jetzt hier den Boden uns damit nochmal zu formen. Dann gehen wir mal auf die Rückseite. Da würde ich mir zwei umgedrehte Treppen hier einmal hinsetzen. Und dann machen wir das mal so, dass wir hier hinten nochmal zwei weitere Stufen hier platzieren. Dazwischen können wir auch nochmal eine ruhig platzieren. Dann gucken wir mal vorne. Hier können wir gleich mal unsere Glasblöcke draufsetzen. Und dann setze ich mir jetzt so zwei Stufen hier auf der Seite hin, zwei Falltüren vorne hin, zwei hier nochmal an den Seiten hin. Denn ich möchte mir bei meinem Auto nochmal so einen Rennstreifen machen. Das heißt, ich nehme jetzt hier einfach mal eine andere Farbe. So, finde ich ganz modern. Das zieht man sich natürlich noch nach hinten. Nach hinten müssten wir dann auch theoretisch hier in der Mitte nochmal eine andere Farbe nehmen. Einen Spoiler will ich mir natürlich auch noch raufsetzen. So, einfach mal eine Treppe hin. So, jetzt kann man sich entscheiden, wie soll der Spoiler sein? Soll der einheitlich sein? Ich glaube, so einheitlich wäre gar nicht mal so verkehrt. Aber wir können natürlich nochmal gucken, wie das aussieht, wenn wir jetzt hier unsere Falltüren nehmen. So ein Boden sieht auch nicht schlecht aus. Da kann man auch ruhig lassen. Unser Cabrio nimmt ja langsam Gestalt an. So, jetzt nehmen wir noch mal ein paar Schilder raus. Am besten natürlich die passende Farbe zu unserem Auto. Bei mir sind das jetzt Birkenschilder. Die setze ich mir einmal komplett hier an der Seite hin. Ja, was heißt komplett? Ich möchte mir an der Seite auch noch mal so ein paar Seitenspiegel basteln. Dann nehme ich einfach ein paar Köpfe und setze mir darunter einfach einen Hebel. Das mache ich mir natürlich auf beiden Seiten ganz entspannt hier einmal hinsetzen. So, Kopf so ein bisschen schräg ansetzen. Hebel unter, fertig. Oh, auf der anderen Seite natürlich nicht vergessen, die Schilder müssen hier auch platziert werden. Wollen wir denn auch gleich mal nochmal unsere Räder bearbeiten, da einfach mal ein paar Knöpfe draufsetzen. So, dann haben wir auch schicke Felgen. Dann kommen wir mal zum Innenleben. Hier mache ich mir mal einen Sitz rein. Der Sitz hat jetzt die Farbe von Akazienholz, finde ich ganz passend, jetzt so ein bisschen zum Farbmix. Setze ich mir hier mal rein und ein Lenkrad mache ich mir auch vorne, da kann man Soundhorn nehmen oder, was ich auch mal ganz schick finde, so ein Schleifstein, der sieht auch aus mal wie so ein Lenkrad. Auf der Rückseite habe ich hier noch einen Block frei, da wollte ich mir eigentlich meinen Trichter hinsetzen, weil Trichter kann man immer gut als Auspuff nehmen. Aber ich glaube, hier muss ich noch mal kurz ein bisschen rumbasteln, ich muss hier glaube ich noch was entfernen, ach, verdammt, naja, so. Mein Trichter soll so sein, dass er nach hinten geht, musste ich jetzt noch mal hier ein bisschen was kaputt machen, aber ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. So, gleich mal wieder repariert. Aber irgendwie kannst du sagen, was du willst. Ich finde jetzt irgendwie dieses Modell, was wir jetzt hier hingebaut haben, in der Farbe schöner, als das rote Cabrio, was hier in der Auffahrt steht. Vielleicht wechsle ich das nochmal aus. Aber ich finde diesen Farbmix gar nicht mehr so schlecht. So ein bisschen Luxus darf man sich ja auch mal hin und wieder gönnen. Von daher, dieses schöne Cabrio. Wenn du jetzt noch weitere Videos sehen willst, dann schau mal bei uns oben in die Infobox, da habe ich dir noch ein bisschen was zusammengestellt. Oder abonniere den Kanal, dann bist du immer auf dem laufenden Stand und verpasst in Zukunft kein Video mehr. Ja, dann war es das Video für heute. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen, wünsche dir natürlich noch einen schönen Tag, bleib gesund, haut rein und ciao.